war schön auf dem Floß. Also ich fand eigentlich das Floßfahren am tollsten. Ich bin mal gespannt, wie das Theaterspiel jetzt wird. Im Moment bin ich ganz schön kaputt. Ansonsten geht es mir sehr gut. Es macht Spaß, aber die Nerven liegen blank. In jeder Hinsicht. Ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber ansonsten geht es mir gut. Verliehen die Götter mir noch eben solche Stärke? Ich bin froh, da zu sein, auf jeden Fall. Und endlich Theater zu spielen, wie ich schon von Anfang an eigentlich nur wollte. Das ist einfach nur da für mich. Und jetzt bin ich froh, dass wir hier sind, Theater machen. Aber ich bin noch froh, wenn es wieder vorbei ist und was Neues beginnen kann. Das ist eigentlich geteilt so. Also einerseits bin ich froh, dass es vorbei ist und dass alles so gut gelungen ist. Und andererseits ist auch ein bisschen mit einem weinenden Auge. Also ja, es hat Spaß gemacht und wir haben viel gemacht, viel erlebt, viel geprobt und ja, das ist ein bisschen geteilt. Nee, ich muss erstmal sagen, ich bin sehr froh, dass das, was ich mir ausgedacht habe, technisch bisher ja geklappt hat. Also da bin ich erstmal sehr froh. Und mit dem Theaterstück denke ich, es ist ein Performance, also es hat schon mehr so Performance-Charakter. Es wird keine runde Sache werden, wo ich erstmal morgen gucken muss, wie das mit den Kostümen aussieht. Und dann denke ich, ist das mehr, dass man sagt, man muss eigentlich an der Sache auch Spaß haben. Das ist das Entscheidende. Und dieser Spaß, der muss am Ende auch spürbar sein für die Leute. So, gut, gut. Nichts mehr machen. Gut, gut. Nee, was ist das? Wow. So, die Ruder wieder einholen. Ja, es ist jetzt ungefähr so viel schmaler geworden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es so einen gibt. Dass jeder Mensch irgendwo da draußen seine zweite Hälfte hat. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man ihr begegnet. Und dann seid ihr euch von Anfang an vertraut, spürt ihr innere Verbundenheit und schenkt euch gegenseitig Kraft. Ach, ich war gerade kurz davor loszufliegen und ihr haltet mich fest. Was soll denn das jetzt? Seid ihr blöd oder was? Dankbar. Ich war gerade im geilen Himmel. Ich war im Paradies. Das könnt ihr euch alles gar nicht vorstellen.